Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Binding of Isaac. Diesmal machen wir wieder einen Daily Run und ich hoffe, dass wir diesmal einen Charakter haben. Es ist Lazarus. Ah, oh, Lazarus, ne? Da ist es ja, der Trick ist es ja dort, zu sterben und als Lazarus 2 wiederzukommen. Aber das wird, glaube ich, auch ordentlich bestraft, nicht wahr? Ich versuche jetzt kein einziges Mal getroffen zu werden. Ich versuche, schnell zu sein. Ich versuche einfach irgendwie nur die wichtigsten Items mitzunehmen, okay? Gut, ich will dazulernen. Ich will ordentlich Punkte dazu bekommen. Ich möchte alle in den Schatten stellen. Und ja, es müsste eigentlich alles funktionieren. Ich bin irgendwie ziemlich klein hier jetzt gerade. Egal, ich bin ein kleines Diktat, das aus der Ecke guckt. So, Daily Run. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt direkt irgendwie nach ein paar Minuten sterbe. Aber hey, so. Let's go, beeilen wir uns. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Chest ist das, ne? Letztens war ja auch dieses Symbol da. Und dann dachte ich, oh, das ist ja der Dark Room. Und DR steht bestimmt auch für Dark Room. Oh boy. Aber nein, es ist die Kathedrale. So, nicht aufheben. Oh mein Gott. Ich glaube, hier zu stehen ist ganz... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde getroffen. Ich werde getroffen. Ich weiß nicht, wo ich stehen soll hier. Warte mal, ich glaube, wenn man nach hier... Nein, 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 nein. Es ist, warte mal. Wenn wir das jetzt hier nach oben stellen, ich glaube, hier bin ich. Hier bin ich ganz safe. Aber ich will nicht... Oh, so ein scheiß Raum. Zack, aufgehoben. Das gibt auch Minuspunkte. Okay, alles klar. Verstanden, Mann. So, wir haben The Devil. Das sollte reichen. Die Pille könnte auch eine gute Pille sein. Deswegen sollten wir die auch auschecken. Dieser Raum hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht, Mann. Scheiße, ey. Okay, was haben wir hier? Wir haben Continuum. Nehmen wir mit. Könnte was Interessantes werden. So, Continuum ist besser als nichts, nicht wahr? Wir haben keine Bomben, können also nicht den Geheimraum suchen. Und wir sollten uns jetzt echt beeilen. Was ist das für eine Pille? Es ist infested, okay. Sehr schön, die kleine Spinne kann uns bestimmt helfen, den Typen hier zu erledigen. Ich setze jetzt auch The Devil ein und hoffentlich bekomme ich jetzt den Cube of Meat wieder mal. Mir wurde auch letztens gesagt, ja, Cube of Meat, da gibt es, der einzige Unterschied ist, dass wenn sie sich weiterentwickeln, dass Ball of Bandages Charming Tears schießt. Ey, Leute, kommt schon, ich habe 1600 Spielstunden in diesem Spiel, natürlich weiß ich das. Aber ich glaube, haben auch einige geschrieben, dass die Hitbox größer ist bei Cube of Meat, soweit ich das verstanden habe. Also gibt es auf jeden Fall so einen klitzekleinen Unterschied. Okay, wir haben Ball of Bandages. Das wird das Ganze ein bisschen erschweren, in den Nahkampf zu gehen. Okay, weiter geht's, Leute, weiter geht's. Ich glaube, ihr habt auch Spaß daran, ne? Mit mir zu messen, oder? Auch wenn 90% meine Folgen gucken, nur um einzuschlafen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Botschaft angekommen. Aber ich glaube, ihr habt auch Spaß an den Daily Runs, oder? So, damit man sich so ein bisschen messen kann. Okay, natürlich ist das Problem, weißt du, während ich die Daily Runs mache, ihr habt ja gesehen, es dauert 22 Stunden, bis sie weg sind. Okay, ich lade sie um 20 Uhr hoch, aber in dieser Zwischenzeit gibt es ja noch andere Spieler, die vielleicht auch, die Daily Runs machen, weißt du, das hebe ich noch nicht auf. Und somit rutsche ich vielleicht weiter runter. Also ich könnte noch schlechter sein eigentlich, aber ihr könnt euch ja daran messen einfach. Ihr könnt mich ja auch suchen in der Liste, ob ich dann immer noch der Platz bin, weißt du, nur auf Nummer sicher zu gehen. So. Okay, machen wir das hier mal cool mit Continuum. Auf geht's, auf Wiedersehen. Was ist das hier? Telepille? Den Itemraum? Nein, ich nehme das nicht mit. Ist jetzt nicht wichtig. Ist jetzt echt nicht wichtig. Okay, da ist ein blaues Herzchen. Das könnte man jetzt mitnehmen. Was ist eigentlich, wenn man durch einen Devil Deal stirbt und wiederkommt? Bekommt man da viele Minuspunkte? Zählt das als Treffer? Zählt das als du bist scheiße? Ich hoffe, wir finden gleich noch ein paar Bomben, sodass ich das Item nicht mitnehmen muss und nicht unnötig Minuspunkte sammle. Yes! Gucken wir mal. Noch ein Blausch. Okay, okay. Ich glaube, wir sollten das doch mitnehmen. Ich glaube, wir gehen gleich zurück und schnappen uns die schöne Bombe. Oder wir bekommen einfach doppelt Bomben gedroppt. Alles klar. Und das nehmen wir jetzt mit. Gehen auf Nummer sicher. Sprengen uns den blauen Stein frei. Sehr gut. Und da schnappen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Geld. Hier sprengen. Da kann ja auch noch Geld drin sein. Da rechts. Ah, das ist... Okay, öffnen wir mal. Oh, das gibt Minuspunkte, goldene Kisten zu öffnen. Boah, man darf ja nichts machen, ganz ehrlich. Was darf man denn überhaupt hier machen, Mann? Man ist voll eingeschränkt. Kann der super Geheimraum auch hier sein? Oh, der kann auch hier sein. Ah, ich nehm's mal mit. Es ist nur Pin. Okay, gut. Aber der wird mich wahrscheinlich jetzt gleich treffen. Ich sehe es doch schon kommen, Mann. Okay. Sehr gut. Schön Abstand halten. Ich will ihn auf jeden Fall mit meinem Ball of Bandages anfassen. Und wehtun. Mit meinem Ball der Liebe. Okay, das ist ein gutes Item. Nehmen wir mit, Mann. Rage und Tears Up. Da kann man nicht nein sagen.
Boah, das sind auch erotische Items, Mann. Das sind echt erotische Items. Ja, nehmen wir wieder mit, ne? Dark Bum kann ja wieder aus Herzchen blaue Herzchen machen und somit können wir sie aufheben, nicht wahr? So, genau hier. Das, ich würde gerne auf Angel Deals wieder gehen, aber wenn mir so coole Sachen gegeben werden, dann muss ich ja zuschlagen. Und, ja, auf Babylon, da müssen wir jetzt auch irgendwie... warte mal, wo spreng ich jetzt? Vielleicht für den normalen Geheimraum? Da habe ich ja schon unten gesprengt. Da liegt noch ein rotes Herzchen, das müssen wir uns schnappen, genau. Also da kann er nicht sein. Er könnte jetzt hier unten sein. Oder hier oben. Ich versuche mal hier oben. Ah, Mist. Mist. Okay, gut, dann beeilen wir uns jetzt. Oh, ich kann jetzt in den Kampfraum rein, stimmt ja. Oh, dann lass mal reinschnuppern. Ja, das mache ich auch für ein Herzchen. Na, immerhin, Mann. Immerhin, es gibt Punkte dazu, wenn Dark Bomb die Herzchen aufhebt. Also alles, was du aufheben kannst, ist gut, Mann. So. Gib mir jetzt den Hauf Babylon-Effekt, das wäre super. Ist es Pin? Es ist Pin, oder? Ja, der ganz normale Pin. Ich habe dich einmal fertig gemacht, dann schaffe ich es auch ein zweites Mal. Bloß nichts überstürzen. Bloß nicht... Ah, da habe ich Angst, Mann. Ja, ich glaube, die Hitbox ist tatsächlich ein bisschen geringer, ja. Kann ich jetzt auf jeden Fall zustimmen, dass das der Unterschied ist. Okay, dankeschön. Na, das hat sich ja gelohnt, nicht wahr? wir könnten jetzt in den Shop einmal reingucken, einfach nur, damit wir einen Raum öffnen. Aber ich glaube, wir lassen das. Ja, nimm mit. Könnte echt ein Problem werden, ne? Ohne Schaden zu bekommen, jetzt irgendwie bis in die Chest zu kommen. Wow. Wir bräuchten jetzt halt extrem krasse Items, ne? Das Bomben-Item habe ich nicht mitgenommen. Genau, mal gucken. Ich versuche jetzt diverse andere Spielstile, ne? Immer wieder andere Spielstile in jedem Run hier. Aha, ein bisschen Money, wunderbar. Verdammt nochmal. Jetzt fehlen mir die Bomben so ein bisschen, aber die Ebene hat gerade erst angefangen. Wir könnten da immer noch ein bisschen was bekommen, nicht wahr, Ebene? Ah, ein Herzchen, nimm mit. Yes, noch ein blaues Herzchen, wunderbar. Wäre natürlich auch perfekt, als Lazarus 2 jetzt wiederzukehren mit den ganzen blauen Herzchen, aber dafür müsste man sterben, Schaden nehmen und das geht natürlich nicht, ne? Das geht natürlich nicht. Lass uns lieber hoffen, dass wir jetzt gleich... wow, das flog aber sehr merkwürdig. Lass uns lieber hoffen, dass wir gleich einen Devil Deal bekommen für einen Krampus, damit wir den Horn of Babylon-Effekt auch bekommen. So. Okay, ich frag mich, was, wenn man an der Blood Donation spielt, zählt das auch als Schaden nehmen? Das wäre aber echt fiese Miese, Mann. Okay, was haben wir hier? Das ist das Demon Baby. Das nehme ich nicht mit, es ist nicht sonderlich stark. Nur die Besten kommen in den Garten, hä? Tut mir leid, Mann. Das ist aber ein Daily Run. Das sind die Regeln. Es tut mir sehr leid. Ich hab dich aber trotzdem lieb. Oh Gott, ich hoffe, es geht ihm gut. So, jetzt lass mal zurückgehen. Vielleicht finden wir Goathead in den Steinkisten. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und außerdem haben wir da noch einen blauen Stein. Genau. Warte mal, war da nicht noch einer? Nein, okay, das war auf der letzten Ebene. Okay, ich werde alles vermeiden, was mir Schaden zufügt. Alles. Oh, wow. Das nehme ich auf jeden Fall mit und dich nehme ich auch mit, Mann. Das ist auf jeden Fall, ja, da kannst du nicht Nein sagen. So, auch wenn wir eine Item-Penalty bekommen. Aber was, wenn wir gar keine Items mitnehmen? Was, wenn wir kein einziges Item mitnehmen? Dann dauert das aber länger. Dann bekommen wir doch eine Strafe wegen der Zeit. Ist es vielleicht sinnvoller, gar keine Items mitzunehmen? Nee, aber die Strafen sind ja auch wirklich nur minimal, ne? Die bewegen sich echt im kleinen Bereich. So, wow. Zack. Na komm schon. Ah, könntest du jetzt bitte sterben? War das jetzt die letzte Welle? Ja, das war die letzte Welle. Okay, sehr schön. Ja, wir haben Tamiset. Jetzt gibt mir Brimstone und dann haben wir echt gute Chancen, alles zu schaffen. Ohne Schaden zu nehmen. Ah, du könntest mir da hinten mal springen. Oder den Geheimraum auch. Oh, vielen lieben Dank, Mann. Vielen lieben Dank, Monsieur. So, leg mal Bomben. Yes. Nice, sehr nett von dir. Schieß mal nach oben hin. Wow. Ja, okay, es funktioniert nicht so ganz. Das lassen wir liegen. Unnötige Items. Fliegen ist gut. Nehmen wir mit. Wir nehmen nur das Beste vom Besten mit. Anderes kommt mir nicht auf den Tisch. So, und jetzt drückt weiter die Daumen, dass ich es schaffe, hier keinen Schaden zu nehmen. Wir könnten jetzt in die Zacke-Zacke-Räume rein. Hätten wir jetzt irgendwie eine Karte, mit der wir uns rausporten können. Vielleicht hier. Ne, da kommen ja auch noch Pillen. Aber wir haben ja eine Telepille gefunden, richtig. Deswegen wäre das gar nicht mal so dumm, das zu behaupten. Oder das zu denken. So. Ja, das lief nicht so optimal. Eigentlich müsste man die über dem Abgrund töten, damit die da keine Spinnen spawnen. So. Oh, da hatte ich wieder diesen Fehler, dass er nach links geflogen ist, obwohl ich nach unten links gedrückt habe. Ich glaube, vielleicht ist was in den Einstellungen von Rocket, weißt du? Ich glaube, es ist echt was in den Einstellungen von Rocket. Okay, ich glaube, ich muss den Sack mitnehmen, oder Leute? Weil die Säcke geben so viel Items. Ich glaube, wir versuchen jetzt den Sack zu bekommen. Mir fehlen aber dann 3 Münzen.
Und leider gibt es hier keinen Automaten. Ach ja, und dann gab es eine Behauptung, wieso der Keep of Meat besser ist, ist, dass er keine Projektile aufhält, aber das wurde schon seit geraumer Zeit geupdatet. Also du kannst jetzt mit dem Ball of Bandages Projektile abwehren, wie man da glaube ich gesehen hat. Oh mein Gott, Leute, heute übrigens gab es, also diese Folge kommt um 20 Uhr, aber ich nehme sie ja natürlich früher auf. Das heißt wiederum, dass, ja, wenn ihr diese Folge hier seht, waren wir schon, haben den Mietvertrag unterschrieben, haben Schlüssel bekommen. Wow, dieser Typ, ne? Der könnte echt ein gefährlicher, kleiner Gegner werden. So! Kein einziges Mal Schaden genommen bis jetzt, kein einziges Mal Schaden genommen. Ja, wir haben leider nicht genug Geld dazu bekommen. Wir können versuchen, den Geheimraum zu finden, den Supergeheimraum. Ah, nein. Und der letzte Versuch. Tatsächlich, und? Es ist eine Kiste, die uns nicht reinportet, leider. Warte mal, ich töte die Gegner einfach, weil es gibt ja auch Punkte. Nein, gibt es nicht. Gut. Okay, dann scheißen wir auf den Sack. Das nimmst du auch nicht mit, mein Freund. Scheißen wir auch auf Duplopia. Schade, ne? Aber naja, wenn man es nicht bekommt, dann kann man es sich nicht holen halt. Zwei normale Kisten. Ich warte mal, bis ich den Raum cleare. Vielleicht werden wir noch stärker und dann lohnt es sich mehr. Nicht, dass ich da jetzt am Rumstruggeln bin. Ist irgendeine komische Pille. Nehmen wir das mal mit. Oh, ein Trinket aufziehen? Nein, nein, nein. Wir haben gerade einen Pluspunkt bekommen, dadurch, dass wir den nächsten Raum betreten haben. Okay. Boah, ich bin voll durcheinander hier. Sehr gut. Lassen wir liegen. Wobei, ich glaube, das war sogar die Telepille, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass das sogar die Telepille war? Da hab ich's riskiert. Risky, risky. Ja, die Fire Rate und die Range stimmen auf jeden Fall, ne? Jetzt muss der Damage noch ein bisschen einen Zahn zulegen, weil sonst haben wir echt ein Problem. Da ist ein Säcklein mit einer Karte des Sun. Sehr schön. Da können wir uns auf jeden Fall was aufdecken. Ah, okay, wir haben die Fliege erwischt. Das lohnt sich. Okay, ich glaube, ich mache direkt hier den Boss. Es ist The Stain. Okay, volle Konzentration hier. Volle Konzentration. Er muss mit mir zingeln. Komm schon. Oh, das ist natürlich ekelhaft, dass er diese hier jetzt gespawnt hat. Komm schon. Nein, 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 hör auf, die Dinger zu spawnen. Holy moly. Nicht cool, Bruder, nicht cool. Ja, jetzt kommt das hier. Da müssen wir jetzt natürlich auch aufpassen. Ich hoffe, die Tastatur wird jetzt nicht spinnen und mich irgendwie nach links schießen oder schieben. Okay, ich will unbedingt mein Space Item einsetzen. Ja, das gab gut Damage. Das sind zwei Stück von denen, das darf man nicht übersehen. Ja, leider keine Bombe. Ja, züngel weiter mit mir, züngel weiter mit mir. Kohle wäre jetzt echt abgefahren. Also wenn Krampus kommt, dann bitte Kohle, danke. Ah, wenn Krampus... Also ich... Boah, Krampus ist auch so ein kleines Problemkind, ne? Da wird es sehr schwer sein, kein Damage zu bekommen, Leute. Okay, das lasse ich erstmal liegen. Es ist nicht Krampus, es ist ein Guppy-Item. Welches ich liegen lasse. Dieser Schnuller macht auch Tears ab, oder? Ich glaube, der macht Tears ab. Ja, ich glaube, wir schießen schneller. Ich könnte eigentlich das Guppy-Item mitnehmen, damit wir den Horror of Babylon-Effekt bekommen. Ich habe gar nicht dran gedacht. Verdammt, Leute, guck mal, diese Punkte bringen mich zum Durchdrehen. Ich denke nur noch an Punkte. Nur noch Punkte, 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 Punkte. Okay, scheiße. Gimpy sorgt dafür, dass viele blaue Herzchen spawnen, wurde mir jetzt gesagt. Das muss ich mir merken. Gimpy sorgt dafür, dass, wenn wir Gegner töten, rote Herzchen spawnen. Das muss ich mir echt merken. Weil ich bin immer wieder überrascht. Wo kommen die ganzen roten Herzchen her? Was ist da los? Was ist da passiert? Aber es ist Gimpy, mein Freund. Gimpy, 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 Gimpy. Lässt rote Herzchen droppen. Und das ist natürlich eine sehr gute Kombo zusammen mit Dark Bum. Ich will unbedingt den Boss Rush schaffen. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wow, fast getroffen, ey. Okay, der müsste doch jetzt langsam sterben. Der müsste doch lang... Jetzt, aber hör mal auf hier. Auf hier auch stark zu tun. Du Schwächling. Okay, alles schön unter Kontrolle haben. Sehr gut. Okay, was gibt es hier oben? Ich suche den Shop noch, ne? Das ist das, was ich suche, oder? Ich weiß selber gerade nicht, was ich auf dieser Ebene mache. Aber hey, wir klären ein paar Sachen und so. Ja, nee, muss jetzt nicht sein. Ich glaube, der Devil Deal... Ey, wenn der Devil Deal jetzt offen bleibt, dann hole ich mir, glaube ich... Ja, dann schnappe ich mir kein Guppy-Item, weil das Aufheben und Runterlassen natürlich, ne? Zu Problemen führen kann, weil es Minuspunkte gibt. Ich glaube, ich hole mir dann das Brother Bobby, wenn er offen bleibt. Er bleibt nicht offen, okay. Was, wenn ich das hier aufhebe? Gibt Pluspunkte, okay. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir werden ja so oder so Devil Deals bekommen. Und hoffentlich auch bald auf Babylon werden. Oh, das ist natürlich mega cool. Da brauche ich jetzt enorm viel Schlüssel. Die werde ich alle öffnen. Wobei, warte, da gibt auch Minuspunkte, ne? Ah, komm schon. Hab vergessen, goldene Kisten zu öffnen macht Spaß. Natürlich gibt das Minuspunkte, nicht wahr? The world, okay.
Da haben wir jetzt gute Chancen, alles zu clearen. Jetzt sehen wir auch, wo der Geheimraum ist. Ja, wunderbar. Das läuft ja super. So. Zack. Und mitgenommen. Okay. Schön mit dem Ball of Bandages zerstören. Und euch töte ich mit meinem Space-Item. Weil ihr echt nervig seid. Komm, Darkbomb. Nicht so langsam, nicht so schüchtern. Okay. Ja, der Itemraum befindet sich hier unten. Da will ich jetzt zuerst reingucken. Bevor wir woanders hingehen. Danke für die Bombe. Tja, wir haben auf jeden Fall viele Ebenen schon geschafft, ohne Schaden zu nehmen, oder Leute? Sehr gut. Wenn man nicht Lilith ist, hat man sogar gute Chancen. Fast wäre ich getroffen worden. Wahrscheinlich wird mit Darkbomb gleich eine Spinne ins Gesicht schmeißen. So, Loki. Nein, nehme ich nicht mit. Gar nicht mal so geile Items in dem Run, muss ich schon sagen, ey. Respekt dafür. Abstand halten. Ja, ansonsten habe ich natürlich... Faith wäre jetzt nicht so nötig gewesen, aber ansonsten habe ich nur die nötigsten Items mitgenommen, ne? Items. Oh, gemeiner fieser Raum. Hier könnten wir auch gleich mal sprengen, warte mal. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt zeig dich mal. Okay, nehme ich überhaupt auf? Aufnahme stoppen. Ja, ich nehme auf, Mann. Wie ein Irrer. Okay, vielleicht droppt er ja etwas Interessantes, wie zum Beispiel Blank Rune. Und die gibt uns Perfro tatsächlich. Ha, hab ich nicht mitgedacht, gerechnet. Boah, so viel Stuff. Ich will jetzt erstmal die ganzen Räume hier clearen, wobei wir uns beeilen müssen für den Boss Rush. Der gibt ja auch gut Punkte. Aber wie willst du den Boss Rush machen mit so schlechten Tränen? Das würde, glaube ich, eher zum Nachteil statt zum Vorteil werden, nicht wahr? Gehen wir mal den Boss bekämpfen. Mal gucken, vielleicht bekommen wir gleich irgendwie den Hall of Babylon-Effekt mit einem guten Devil-Deal. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt noch ein Devil-Deal kommt, dafür, dass wir nicht so viele mitgenommen haben. Und Krampus ein bisschen wartet. Ich meine, wir spielen ja auch auf Easy, ne? Auf Hardcore kannst du leider, glaube ich, die Runs nicht machen. Wäre cool, wenn es unterschiedliche Kategorien geben würde, ne? Okay. So. Brownie, das ist ein Problem. Hoffentlich wird er nicht auf uns zurasen. Ach du Scheiße. So, volle Konzentration. Was würde ich jetzt für Hall of Babylon machen? Geben. Oh, Brownie. Nein, ich wurde fast getroffen. Wie wurde ich da nicht getroffen, Mann? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, heilige Kacke. Heiliger Brownie. Ich glaube, ich schieße eine Bombe rein. Okay, wir haben ihn. Super. Ach du Scheiße. Das war richtig knapp, Mann. Ball of Benches, auf jeden Fall. Du bist der MVP gewesen. Okay. Ja, das ist ein Damage-Up. Warte mal. Ich warte aber noch damit. Oh nein, es ist Krampus. Oh, bitte nicht drehen. Bitte nicht drehen, Krampus. Bitte nicht drehen, Krampus. Okay, die Bombe sitzt auf jeden Fall. Wir haben gut Damage gemacht. Bitte nicht drehen, Krampus. Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Das ist das Gefährlichste, Mann. Yes! Und es ist Kohle, das müssen wir mitnehmen, zusammen mit Continuum. What the fuck, Joker, Two of Spades. Noch eine Joker-Karte, okay. Die nehme ich mit, Leute. Ich glaube, eine Joker-Karte würde jetzt viel mehr bringen. Ja, okay, Kohle wirkt auf jeden Fall ordentlich. Jetzt ist die Frage, was will ich hier noch machen? Öffne ich vielleicht ein paar von den Kisten? Da könnte ja Cricket's Head drin sein. Und vielleicht bekommen wir ja da drin Schlüssel, womit wir die anderen Schlüssel öffnen können, nicht wahr? Okay, nein, das nehme ich nicht mit. Ja, hier haben wir zwei Schlüssel für die restlichen Kisten. Perfekt, der Plan ist aufgegangen. Und wir haben unendlich. Ah, ich war zu schnell. Zu schnell, was ist das hier? The Moon. Wir könnten uns jetzt einfach... wir könnten uns rausporten. Aber ich glaube, wenn wir uns rausporten... möchte ich ja meine Joker-Karte wieder haben, ne? Und das sorgt wiederum, dass der... wie nennt sich das hier? Der Kampfraum wieder getriggert wird, ne? Okay, wir porten uns aber trotzdem raus, einfach damit ich hier reingehen kann. Der Knopf gibt keine Bonuspunkte. So, Leute, ich gehe jetzt die Joker-Karte holen und dann gehen wir schnell in die nächste Ebene und versuchen uns zu beeilen. Dich brauche ich nicht, ich kann schon fliegen. Wir würden zwar süße kleine Engelchen, Engelsflügel bekommen, aber nein, 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 nein. Jetzt können wir auch das hier öffnen. Okay, so. Diesmal nicht unüberlegt handeln und den Devil Deal mitnehmen. Damit wir den Hall of Babylon bekommen. So, let's go. Hoffentlich haben wir keinen Curse of the Blind oder sowas. Es ist kein Curse, okay? Ich überlege gerade jetzt schon direkt irgendwie, irgendwie direkt schon Joker einzusetzen, damit wir direkt wissen, was Sache ist. Aber dann hätten wir auf der nächsten Ebene keinen Joker im Ärmel, ne? Kein Ass im Ärmel. Kein Joker, den wir spielen können. So, schnapp dir. Den Schissel. Vielleicht bekommen wir noch eine Joker-Karte. Aha. Komm schon.
Ah, leider auch keine The Sun oder World Karte. Das kann ja sein, ne? Kann sein. Immer schön testen. So, jetzt Abstand halten. Und kaputt machen den Großen. Schön Kohle wirken lassen. Ja, wunderbar. Die ganzen roten Herzchen. Schnapp sie dir, schnapp sie dir, schnapp sie dir. Ah, lach mich bloß aus. Das ist hier diese magersüchtige. Uff. Okay, schön auf den Schatten achten. Nicht, dass er gleich noch eine zweite auf uns wartet. Denn die übersieht man meistens, die zweite. Mit der rechten war nicht so. Und dann zah, schlägt die zu. Okay, Dark Bomb ist echt irgendwie ein Muss, ne? Für, weil der gibt ordentlich Punkte eigentlich. Für die ganzen Sachen, die man aufhebt und so. Der gibt schon recht gut Punkte, Mann. Sehr gut, hier ist auch schon der Boss. Wir könnten den Boss machen, aber der Itemraum ist wichtig. Oh nein, der Itemraum ist nicht hier. Der Itemraum ist nicht hier. Aber der Boss-Rush wäre natürlich ziemlich unmöglich, einfach weil wir so schwach sind. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Die Blue Candle. Ja, hiervon nehme ich nichts mit. Mit der Blue Candle kann man Damage machen, aber ist jetzt nicht das, worauf ich spiele. So, pass auf, wir beeilen uns mal ein bisschen. Hoffen einfach mal, dass das der richtige Weg ist, mehr oder weniger. Okay. Ach, was ist das für eine Karte? Justice. Schade, ich dachte, eine Karte, mit der wir uns rausporten können. Da gucken wir auch mal rein, einfach damit wir einen Pluspunkt bekommen fürs Clearen. Am Automaten spiele ich nicht. Ich weiß, es wäre klug für auf Babylon, aber es könnte sein, dass es zählt als Damage Taken und das gefällt mir nicht. Oh Mann. Das gefällt mir auch nicht, Mann. Diese ganzen großen Räume. Albträume sind das. Okay. Und da oben war doch einer. Richtig, ich hab dich gesehen, Mann. Da ist noch einer irgendwo unten rechts. Okay, zwei Stück sogar noch. Ah. Ja gut, der Itemraum ist nicht hier. Und jetzt werde ich getroffen in diesem Raum, oder was willst du mir erzählen? Wow, das sind gefährliche Gegner. Na gut, dann scheißen wir halt auf den Boss-Rush und scheißen wir auf Hush. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen mit dem Damage, den wir hier haben. Außer im Devil Deal wäre jetzt Brimstone. Okay, was ist jetzt hier drin? 9 Leben. 9 Leben will ich aber nur mitnehmen, damit ich den Horf-Babylon-Effekt bekomme. So, okay, weiter geht's, Mann. Jetzt sind wir wenigstens auch ein bisschen schneller und hier ist der Kampfraum. Ja, Leute, okay, wir können auf jeden Fall den Boss-Rush jetzt von der Liste streichen. Da gäbe es vielleicht noch ein Item für uns, aber die Chance war zu gering, Leute, zu gering. Im Devil Deal leider kein Brimstone. Gut, dann müssen wir uns die Punkte irgendwie anders schnappen. Hat man überhaupt Chancen, wenn man jetzt den Boss-Rush nicht macht? Könntest du aufhören zu schießen? Hat man überhaupt Chancen, Mann? Wenn man den Boss-Rush nicht macht? Okay, das gibt Minuspunkte, alles klar. Wundert mich nicht, Mann. Ah, oh, Abel. Scheiße. Okay, Leute, dann haben wir wenigstens den Raum, also die Ebene komplett geklärt. Na gut, die Geheimräume fehlen, aber Scheiße, Mann, Spiel. Naja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Bloß keinen Schaden nehmen, das ist mein Ziel. Wenn wir das schaffen, bin ich glücklich. Let's go. Es ist die blaue Mom, okay. Die blaue Mom, die ziemlich krasses Zeug spawnt, aber sonst eigentlich ganz in Ordnung ist, ne? Echt ein cooler Dude eigentlich. Ist sonst ein cooler Dude. Komm her, sehr gut. Ja, Continuum ist wirklich ein Freund, wenn es darum geht, Mom zu erledigen. Das Polaroid gibt wahrscheinlich auch Minuspunkte, oder? Zeig mal. Es gibt auch Minuspunkte. Wie schlecht durchdacht ist das denn, Mann? Wie schlecht durchdacht ist das denn, bitte? Gibt Minuspunkte, wenn du das Polaroid mitnimmst, was du mitnehmen musst, um in die letzte Ebene zu kommen, was du auch natürlich tun musst. Ha, sehr, sehr merkwürdig, Mann. Wirklich sehr merkwürdig, das Ganze. Wow, ich dachte, der fliegt jetzt zurück und trifft mich. Also, obwohl er tot ist, tötet er mich. So, die ganzen blutüberströmten Gegner sind natürlich nicht gut. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall 9 Leben. Es ist, it's something. So, Left Hand nehmen wir, glaube ich, mit. Ja, Left Hand nehmen wir mit, weil das gibt natürlich die Möglichkeit, ganz viele rote Kisten zu bekommen. Vielleicht bekommen wir noch Guppy. Ich hätte Guppy-Set mitnehmen müssen, tatsächlich. Okay. Mein Gott, wie viel Hau auf Babylon ausmacht, ne? Was kommt hier für Hände? Aber da kommt eine zweite, oder? Da kommt eine zweite Hand. Nein? Okay. Hallöchen. Bomben. Euch möchte ich gerne hier einsetzen. Nur blaue Herzchen. Der Geheimraum kann leider nicht da unten sein. Das heißt, den Zacke-Zacke-Raum können wir nicht auschecken. Okay, weiter geht's. Wir haben schon 16.000 Punkte. Womp 1. Ich muss mir das irgendwie merken. Okay, wir sind Womp 1, haben 16.000 Punkte. Das muss ich mir mal für die nächsten Runs dann einfach merken, weißt du? Damit ich schon mal so eine kleine... Damit ich einen Vergleich habe einfach. Oh ja, wenn Kohle trifft, ist natürlich Ende im Gelände.
So, 16.000 Punkte ungefähr. Okay. Let's go. Gibt bestimmt richtig viele Pluspunkte, wenn du eine Ebene schaffst, ohne getroffen zu werden. Und sie 100 Mal die ganzen Dead Ends findest, Mann. Scheiße. Ach, naja, gibt ja Pluspunkte, nicht wahr? Okay. So. Ich habe übrigens gestern einen Vlog gemacht. Angefangen, einen Vlog zu machen, aber den habe ich dann ziemlich schnell verworfen. Deswegen kam gestern kein Video. Es tut mir sehr leid übrigens. Also außer Isaac kam kein zweites Video. Ich wollte eins machen. Es wäre auch gekommen, aber ich war unzufrieden damit. Und ich wollte es nicht hochladen, wenn ich unzufrieden damit bin. Ich werde vielleicht einige Szenen da verwenden. Einige Szenen waren doch ganz witzig. Aber ansonsten hat es mir irgendwie nicht so gefallen, ne? Ich hoffe, ihr versteht das, Mann. So. Ich bin allgemein immer sehr unzufrieden mit meinem Video. Also sehr selten sehr zufrieden. Immer habe ich etwas zu bemängeln. Aber da war ich echt... Ne, das wollte ich euch nicht zeigen. So, das mache ich mal. Ah, leider keine Gaffi-Items, Mann. Und jetzt müssen wir auch noch die Bosse bekämpfen. Ah. Und jede Träne, die den Boss trifft, gibt Minuspunkte, weißt du? Das wäre lustig. Okay. Ja, das hat gut Damage gesessen. Immer. Ah, nein. Ich möchte nicht an die getroffen werden. Wenn, dann schon an It Lives oder sowas, weißt du? Aber nicht an dir. So, allein schon gegen Mama Gurdi ist das Fliegen sehr wichtig. Oh Gott. Oh Gott, das wird chaotisch enden. Oh mein Gott, zum Glück haben wir Tami's Head, Mann. Ein Hoch auf Tami's Head. Meine Stimme verliert sich heute irgendwo. So, let's go. Oh, Mama Gurdi kommt, Leute. Seht ihr? Gegen Mama Gurdi ist Fliegen wirklich ein Muss, Mann. Das ist so ein Arschkuh. Warte, was passiert, wenn ich hier runterschieße? Dann treffe ich sie, glaube ich, schneller, oder? Dann treffe ich sie doch schneller. Oh, scheiße, ich bin vor meinen eigenen Tränen gerade... Habe ich mich erschrocken, Mann. So, wer weiß, vielleicht finden wir gleich noch eine Chaos-Karte und könnten damit Hasch erledigen. Nee, das nehme ich aber mit. Du kannst mir gestohlen bleiben. Boah, die ganzen Items, die wir hier haben. Mega nicht cool, ey. Hätte ich bloß vielleicht Angel Deals. Vielleicht wäre Angel Deals der Schissel drin. Ja, gibt ein paar Minuspunkte, aber dafür haben wir die Chance vielleicht... Oh, das sind schöne Items. Ich glaube, das nehme ich mit, Leute. Ich glaube, das nehme ich echt mit. Boah, das gibt ja richtig ordentlich Minuspunkte. Mann. Wir verlieren Leben, nehmen Items mit. Okay, aber wie gesagt, nicht so viel. Aber am Ende wird ja auch nochmal berechnet. Oh, das ist ein ekliger Raum. Das ist ein echt ekliger Raum. Nur mal so nebenbei, Mann. Ich glaube, ich spreng mich raus. Nein, meine eigene Bombe hat mich erwischt. Ich wurde getroffen. Oh, Continuum. Oh, Continuum, wie konntest du mich hintergehen? Aber dieser Raum ist wirklich mega eklig. Es ist an Ekligkeit gar nicht zu überbieten, Mann. Ah, ich wurde einmal getroffen. Schaffen wir irgendwann mal jetzt einen Run, wo ich nicht getroffen werde? Das wäre schön. Gucken wir mal, ob ich jetzt irgendwo getroffen werde. Ich versuche jetzt trotzdem nicht getroffen zu werden, okay? Mal gucken. Ob ich es geschafft hätte, oh mein Gott. Aber wir haben ja wieder Tami's Head, nicht wahr? Ach, Idiot, ich hätte das berechnen müssen, dass Continuum die Bombe wegschießt. Tut mir leid, dass ich da nicht weit genug gedacht habe. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Sacrificial Dagger und mit dem werden wir auch kämpfen. Also auch in den Nahkampf gehen und das könnte natürlich auch zu einem Problem werden, weil wir natürlich dann kuscheln müssen mit den Gegnern so ein bisschen. Wow, das war knapp. Das war sehr knapp. Eieieiei. So, weiter geht's. Wurm 2. Okay, da sind wir so bei 20.000 Punkten. Natürlich habe ich schon einiges geklärt, aber ich glaube, das kommt gut hin. Ja, hier ist es natürlich cool, wenn man die so nach oben schießt und dann trifft. Wenn Continuum dann schon nutzen, ne? So. Okay, ich hatte 16.000 Punkte, ne? Auf der Bomb 1-Ebene, genau. Schon fast vergessen wieder. Ich habe so ein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Okay, auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Ah, was machst du denn hier, mein Freund? Okay, da weiß man direkt, die werden sich zeigen. Am Anfang, wo man die Gegner zum ersten Mal hatte, die waren aber nervig. Aber jetzt hat man sie so ein bisschen durchschaut, die Gegner. Und weiß, wie die ticken. Ja, komm, gib mir Minuspunkte. Yes, 5, um die Ebene nochmal zu machen. Mache ich das? Ich glaube, ich mache das sogar, Leute, weil... Und dann haben wir ja noch eine Bonus-Ebene, die wir clearen können für Punkte, oder? Ja, machen wir mal. Oh, vielleicht werden wir noch Guppy. Wir werden jetzt auf jeden Fall Guppy. Und jetzt haben wir auch Guppys Tail. Das heißt also, wir haben viele goldene Kisten, die wiederum aber zu Minuspunkten führen. Aha. Vielleicht nehme ich sogar tatsächlich, Leute, die Left Hand in die Chest mit, Leute. Weil die geben, glaube ich, keine Minuspunkte.
Tatsächlich. Ich glaube, die geben echt keine Minuspunkte. Verrückt. Ja. Okay. Let's go. Machen wir erstmal die Augen fertig. Wir überstürzen nichts. Wir überstürzen nicht viel. Sehr gut. Schön, dass der Run sich wenigstens ein bisschen jetzt entwickelt hat. Und jetzt müssen wir schön ran da kuscheln, 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 kuscheln und zerstören. Wunderbar. Irgendetwas hat mich getroffen wieder. Ach Leute, was trifft mich da denn die ganze Zeit? Mist. Das ist ja ekelhaft. Okay, Hasch noch machen. Das wird aber nicht gut gehen. Hasch machen, nein. Da müssen wir leider... Oh, ich wurde schon reingeportet in den Dev... Ah, jetzt ist es... Tut mir leid. Mein Gehirn wurde getroffen. Und... Ich mach's nochmal. Warte, wie viele Punkte hatten wir? 2, 4, 3, 1 hatten wir. Gibt das Minuspunkte? 2, 4, 4, 0. Okay. Hat sogar Pluspunkte gegeben. Sehr schön. Immerhin. Okay, wir wurden zweimal getroffen, leider. Und ich hab's leider nicht mitbekommen, dass ich da getroffen... Also, das... Ich hab nicht gesehen, was da war. Jetzt sind wir auf jeden Fall Guppy. Wir könnten jetzt Hasch machen eigentlich, oder? Wenn wir uns beeilen. Mit Guppy Hasch machen? Wollen wir es riskieren? Ich versuche mein Bestes zu geben. Okay, let's go, Leute. Lass uns mal versuchen, jetzt Hasch zu machen. Oh, da ist noch ein Würfelraum. Warte mal, was, wenn da nochmal die 5 ist? Muss ich mal auschecken. Gefährlich. Das ist sehr gefährlich hier, das Ganze. Ah, ich war schon im Devil Deal. Habe ich die Joker-Karte voll umsonst gemacht. Okay, pass auf. Wir haben da einen kleinen... Oh, wir haben so viele Räume, die ich hier clearen möchte. Ah, den Devil Deal auch irgendwie raufbeschoren wäre ziemlich nice. Aber wir haben auch viele Abkürzungen. Nein, ich wurde wieder getroffen. Okay, jetzt, jetzt wird's lächerlich, ne? Ach, das ist so... Ich fühle mich richtig beschmutzt gerade. Richtig beschmutzt, Mann. Naja, passiert. Ich habe auf jeden Fall lange durchgehalten, ohne Schaden zu nehmen. Wieder die 5, Leute. Wir können noch einmal die Ebene machen. What the fuck? What the fuck? Okay, wir können noch mal die Ebene machen. Dann sammle ich mir halt so die Punkte. Aber Hasch gibt irgendwas mit... Was macht der? Hasch gibt, 5000 oder 3000 Punkte? Das ist jetzt die Entscheidung. Was bringt mehr? Ein Profi würde jetzt sagen, ja, mach einfach die 5 jetzt nochmal, geh schnell bekämpfen und dann mach Hasch nach der 5 nochmal. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird. Okay. Ja, wir könnten jetzt Hasch machen. Ich glaube tatsächlich, dass Hasch viel mehr Punkte gibt, ne? So, nochmal Litlips bekämpfen. Nein, da haut er ab. Ja, ich gehe jetzt, ich gehe, glaube ich, zu Hasch. Natürlich gibt es dort die Chance, aber sehr oft getroffen zu werden. Hallo, Devil Deal. Ja, nee, die Items brauche ich nicht. Okay, ich gehe Hasch machen. Ich gehe Hasch machen, auch wenn wir natürlich die Chance hätten auf einen Devil Deal weiterhin. Okay, Hasch, let's go. Ich nehme auch meine Left Hand mit, einfach damit wir rote Kisten haben. Okay, Hasch gibt Punkte. Hasch gibt Punkte. Punkte sind cool, nicht wahr? Let's go. Wir bekommen dann diesen Bonus hier, den Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Bonus noch in der Liste. Na, werden wir nicht reingeportet? Ah, wie es aussieht nicht. Das waren aber echt beschissene Tränen. Davon nehmen wir erstmal nichts mit. Was hier im Shop? Das könnte eine Joker-Karte sein. Proptosis, nehmen wir das mit? Ich glaube, wir haben ziemlich viel Range. Ja, das nehmen wir mit, ey. Was stelle ich hier noch für Fragen, Mann? Let's go. Natürlich wird Proptosis mitgenommen. Was ist das hier? Tür auf Clubs. Und ich nehme mich auch mit für ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Da springen wir mal. Okay. Ich schaue gerade. Ich glaube, gegen Hasch ist auch das hier ganz gut. Freeze Effect. Das nehmen wir mit, Leute. Freeze Effect ist gegen Hasch und auch gegen den Mr. Ultra Greed. Sehr wichtig, weil sie dann eingefroren werden und ihre Damage Reduction nicht getriggert wird, weißt du? Ja, guck mal, was für kluge Wörter ich raushaue. Let's go, Mann! Eigentlich müsste ich mit dem kuscheln, Mann. Eigentlich müsste ich mit dem kuscheln, aber scheiß drauf. Komm, jetzt. Jetzt kuscheln, 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 kuscheln. Oh, Leute, Hasch wird echt ein Pain in the Ass, Mann. Hasch wird echt ein Pain in the Ass. Ich versuche kein einziges Mal getroffen zu werden. Ich versuche es. Let's go. Ja, das gibt gut Damage zusammen mit dem Fliegen und jetzt einfrieren lassen. Komm schon, frier ein, frier ein. Aber er muss einfrieren, nachdem wir aufgehört haben. So, pass auf, jetzt muss er irgendwie einfrieren. Komm. Yes. Und... Nee, es hat nichts gebracht. Scheiße, ist das nur bei Ultra Greed effektiv? Aber kann man nicht sagen, dass wir nicht schon viel Damage gemacht haben. Okay, es ist gut, Mann. Noch haben wir einen Vorteil. Und da wurden wir getroffen. Aber jetzt ist alles in Zeitlupe. Na gut, Leute, im nächsten Run. Im nächsten Run werde ich versuchen, kein einziges Mal getroffen zu werden. Okay, okay.
So, jetzt die Musik verlangsamt. Klingt ja lustig. Jetzt haben wir genug Zeit auszuweichen, Mann. Eine halbe Ewigkeit haben wir gefühlt, um auszuweichen. Okay, die Fliege wollte gerade flüchten. Habt ihr gerade gesehen? Die hatte richtig Todesangst, Mann. So, egal. Für die Bonuspunkte, Mann. Für die Bonuspunkte. Okay. Gibt es echt Leute, die jetzt aber so denken, boah, der wurde jetzt getroffen, den dislike ich jetzt, weißt du, das ist, was fällt ihm ein? Also jetzt habe ich das Gefühl manchmal, jetzt werde ich ganz heiß getroffen. Ah! Scheiß drauf. Ich bin gut. Ist ja so, dass ich absichtlich irgendwie hier getroffen werde. Was ist das überhaupt für Angriffe, Mann? Die sehe ich irgendwie zum ersten Mal. Ach, das sind die Tränen, die über einen fliegen. Ach so. Jetzt check ich's. Haben halt eine komische Farbe, eine ganz andere Farbe. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen zurück. Das sind die Augen, die leider nicht verlangsamt sind. Okay. Genau, und jetzt volles Karacho rein da. Ja, den haben wir. Okay. So, bei Hasch bin ich und das sind 25.000 Punkte. Ich versuche mir das alles zu merken. So. Ich versuche mir das mal alles zu merken. Danke. 30.000 Punkte, wenn wir Hasch besiegt haben. Okay, versuche ich mir fürs nächste Mal zu merken. Let's go. Jetzt die Chest-Ebene. Let's do this shit, man. Also, ich meinte die Kathedrale, dann die Chest-Ebene. So. Nein, das nehme ich nicht mit. Aber vielleicht werden wir ja reingeportet durch irgendetwas. Und bekommen dann Brimstone. Das wäre cool. Können wir auf jeden Fall mit aufräumen. Auch wenn wir Proptosis haben und Brimstone, ne? Die sind ja so, ne? So eine kleine Hassliebe. Okay, noch einer. What the fuck? Der ist irgendwie versteinert gewesen und ist gar nicht aufgetaucht. Das war lustig. Okay, weiter geht's. Die Left Hand müssen wir natürlich ablegen. Stimmt, aber die Frage ist, bekommen wir denn überhaupt noch genug Schlüssel dazu? Und will ich die Schlüssel mitnehmen, oder? Leute, ich glaube, ich nehme die Left Hand tatsächlich mit, Leute. Ich nehme die Left Hand mit. Ich nehme die Left Hand mit. Okay, vielleicht darf Holly einfach keine Sacrificial Dagger mitnehmen, weil das führt dazu, dass er ziemlich leichtsinnig wird. So, heb jetzt die ganzen Sachen auf hier, mein Freund. Sehr gut, sehr gut. Gibt auch nur einen Punkt, der aber schnell wieder verschwindet. So. Gut, sag Bescheid, wenn du das alles aufgehoben hast. Ich gehe weiter. Jetzt bekommen wir ganz viele blaue Herzchen. So. Ja, wie es aussieht, werden wir keinen einzigen Schlüssel bekommen. Ich glaube, ich werde tatsächlich die Left Hand mitnehmen in die Chest. Also aus taktischen Gründen tatsächlich, Mann. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nee, leider nicht. Schade, sonst hätte ich mich in den Zacki-Zacki-Raum quetschen können. Ja, was sind das bloß für Pillen? Balls of Steel. Nice. Und die Telepille, wie sah die aus? Infested, okay. Setzen wir ein. Sehr gut, alles mitnehmen. Naja. Da hat Hollys Konzentration nicht ganz gereicht, um alles ohne Hits zu schaffen. Schon wieder das Item. Jetzt hör mal auf hier. Lass mich lieber irgendwo... Porte mich lieber rein mit den roten Kisten in den Devil Deal. Ich möchte einen Devil Deal bekommen. Komm schon. Wieder nichts. Also ich werde die Left Hand nur für den Anfang, glaube ich, mitnehmen. Damit wir ja hoffentlich reingeportet werden. Oh, schon wieder nichts. Okay, was haben wir hier? Telepille oder so? Nein, nur ganz viele Pillen. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal Glück haben werden. Ich lasse das. Wir brauchen ja nicht mehr, ne? Tiersub oder so? Na, haben wir schon genug. Jawohl, das ist ja das, was ich suche. Aber leider... Leider ist es nichts Aufregendes. Schade. Okay, gut, weiter geht's. So. Okay, in der Kathedrale 30.000 Punkte, genau. Das ist immer noch der Punktestand von Hasch. So ziemlich. Haben wir so gut wie nichts hier dazu bekommen. Okay, weg mit den Spinnen. Ich muss mir die Aufnahmen nochmal angucken, um zu sehen, was mich da getroffen hat. Einfach, weil mich das interessiert, Mann. Oh, nein. Scheiße, ich hätte, glaube ich, normal schießen sollen. Ich meine, Tamiset hat Damage gemacht, aber es hält mich auch kurz auf. Ja, den haben wir natürlich ohne Hits geschafft. So, pass auf. Ich nehme die Left Hand mit für die ersten 4 Kisten. Dann lege ich sie ab. Vielleicht bekommen wir ja normale Kisten, weißt du, die wir öffnen können. So, jetzt lege ich sie ab. Da ist... Oh, Duckbum hat mir eine Spinne ins Gesicht geworfen. Duckbum, du bist ein Eumel, du. Du bist echt ein Eumel. Weiß nicht mal, was ein Eumel ist, aber... Das sagt man so. Oh, Mann, ey. Duckbum wirft mir einfach eine Spinne ins Gesicht, nachdem wir hier reinspawnen.
Okay, wir haben 34 Punkte, sind in der Chest. Ob das für 40.000 Punkte reicht? Ich würde gerne einmal, mein Ziel ist es, 50.000 Punkte zu erreichen. Yo, Double Cage im Normalmodus, willst du mich verarschen? Double Cage im Normalmodus, hintereinander. Weißt du, zweimal hintereinander. Das wollte ich damit sagen. Okay, Spiel. So. Ich glaube, der beste Run ist es, einfach keine Items aufzuheben und die Ebene zu clearen. Komplett zu clearen, also alle, auch die Bomb-Ebenen. Kein Schaden zu nehmen, keine Items mitnehmen, aber alles clearen. Ich glaube, das ist das, was Edmunds Fetisch befriedigt. Für viele Punkte. Ja, bye-bye Schlüssel, Mann. Ich nehme ihn nicht mit, nein. Das wäre auch ziemlich dumm. Leider kann man auch Megasatan nicht machen, ne? Aber irgendwann kann man Megasatan im Daily Run auf jeden Fall machen. Hüstel. Okay. Ja, das ist natürlich mega krasse Tränen. So, nehmen wir mit für Pluspunkte. Wir könnten 40.000 Punkte tatsächlich eigentlich auch schaffen, ne? Warte mal. Wenn wir jetzt kurz davor sind, wobei das gibt Minuspunkte. Wenn wir jetzt kurz davor sind. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Hat er echt nur so wenig dazu gegeben? Okay, pass auf. Ich versuche jetzt die gesamte Chest zu clearen, aber auch ganz schnell. Sodass wir nicht viele Minuspunkte bekommen, okay? Und ich versuche jetzt auch irgendwie den Geheimraum zu finden. Upsi. Gott, ich muss aufpassen mit diesen blöden Continuum-Tränen. Dass sie mir nicht wieder die Bombe ins Gesicht schmeißen oder Spinnen ins Gesicht geschmissen werden, nicht wahr, Dagbam? Wie kannst du mich so hintergehen? Schlüssel, cool. Aber ich habe jetzt einen ganz anderen Plan. So, ich brauche jetzt halt keine Items mehr. Okay, nur wenn es normale Kisten sind, öffne ich die. Die ganzen Bomben werde ich auf dem Rückweg einsammeln, keine Sorge. Die sind ja auf dem Weg. So, aufheben, genau. 35.700 haben wir schon, das ist cool. Das ist echt cool. Hi, Priss, okay. Ja, ist ja vielleicht der Supergeheimraum. Bombenlegen gibt auch 20 Minuspunkte sogar. Okay. Da müssen wir also ganz sicher sein, wenn wir Geheimräume sprengen wollen. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie auf die 4.000 Punkte kommen. 35.800. Ja, Kisten öffnen, wie gesagt, gibt Minuspunkte, ne? Ja, gibt Minuspunkte, wie sonst was. Hier haben wir eine Blank Card. Könnten eine Jera bekommen. Dann könnten wir duplizieren, also Stuff duplizieren und aufheben. Aber gut, es soll nicht sein. So. Gut, dann gucken wir mal. Wie viele Punkte habe ich? 35.000. 39.804. Wir sind Platz 80. Oh. Aber schaut nicht nach dem Rang. Schaut lieber, wie viele Punkte ihr habt. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt auch abrutschen, wenn andere Spiele das spielen. Ich bin Platz 80. Ich bin Platz 80. Sehr interessant, sehr interessant. Ich habe 39.824 Punkte. Ihr könnt mir wieder Bilder auf Twitter posten. Aber guck mal, 39.906. Der wurde wahrscheinlich nicht so oft getroffen. Ich glaube, die Leute mit Profilbild sind die einzigen, die nicht cheaten, oder? Kann das sein? So. Was ist mit dem da? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Bin ich das? Ja, wieso ist der rot? Tja. 45.000, 46.000. Ich glaube, die sind alle noch legit. Legit. Und da oben sind die Hacker. 65.000 Punkte sind, glaube ich, auch nicht machbar, Mann. Niemand. 53.000, okay. Sehr merkwürdig. Kann ich hier nach Friends sortieren? Aber ich habe keine Freunde. Ich müsste, glaube ich, euch alle adden, oder? Soll ich euch mal per Steam adden? Weil ist ja auch scheißegal, weil ich bin eh nie online auf Steam. Aber ich glaube, zu viele adden wäre jetzt auch nicht gut, Mann. Hat ja auch eine Begrenzung, ne? Aber so kann ich mich wenigstens ein bisschen gegen euch stellen, oder? Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. So, was passiert auf Q eigentlich? Okay, Q, Q. Level 11, was heißt denn Level 11 eigentlich? Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst wieder mit The Binding of Isaac. Ich bin gespannt auf eure Punktzahl. Und wenn ihr irgendetwas erfahren habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich möchte die Daily Runs tatsächlich irgendwie verstehen. Weil das macht mir gerade extrem viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly.